Er ist ein Hamburger Original, seit mehr als 100 Jahren. Hagenbecks Tierpark. Fast 2000 Tiere aller Kontinente leben hier auf 19 Hektar und locken jährlich weit über 1 Million Besucher an. Und jetzt aber. Oh, Ruck, da siehst du wohl. Morgentoilette im Elefantenhaus. Bei der Dusche per Hochdruckreiniger kontrolliert das Pflegerteam um Thorsten Körmann die Haut der Elefanten auch auf Verletzungen. Elefanten schubbern sich sowieso ganz gerne. Und das ist praktisch dann, wenn man das so betreibt, denn die schubbern dann am Felsen, finde ich das schon schön. Das ist wie eine Massage praktisch, wie ein Peeling auch. Muss man natürlich vorsichtig betreiben. Man darf es nicht wie ein Verrückter machen. Aber wenn man es ordentlich macht, ist alles schön. Dann finde ich das auch toll. Ordentlich, komm hier schon noch. Hier, komm hier vorwärts, komm. So. Zoo-Elefanten brauchen regelmäßige Pediküre. Na, dieser Elefant ist ja auch schon über 50 Jahre alt. Und dann ist das so ähnlich wie bei uns, bei dem einen oder anderen. Ab 40 werden die Problematiken etwas größer. Meistens bei Elefanten an den Füßen. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, und hier muss man den Nagel sauber ausschneiden, damit das, was da nicht hingehört, rauswachsen kann. Weil sonst würde die Entzündung hier oben reingehen und das wäre nicht so gut. So, warum das denn so wunderbar klappt, da gibt es natürlich hier immer Belohnung. Immer. Na, und dann ist das ganz fein brave. Brav, mein Chandra, nimm mal wieder runter die Pfote. Brav, Chandra, zurück. Brav, Chandra, zurück. Und er will gar nicht. Brav, Chandra, ist gut. So, die Sache erledigt. So, bitteschön. 11 asiatische Elefanten leben derzeit im Tierpark Hagenbeck, eine der größten Herden Europas. Mit sehr erfolgreicher Zucht. 18 Elefanten wurden hier geboren. Anjuli und Kanya sind die jüngsten. Futtermeister Ansgar Koch muss sich jetzt um das Frühstück kümmern. Seit 4:30 ist er schon auf den Beinen. Frisches Obst und Gemüse vom Großmarkt sortiert er für die Zoo-Reviere vor. Ja, also es gibt schon ein paar Unterschiede so vom Geschmack und so, also vom Biss und sowas. Also der hier ist gerade hier diesen Escarol, der ist ein bisschen kräftiger und vom Geschmack so ein bisschen herber auch. Und manche mögen das eben total gerne. Das genauso, wir haben ja auch mit dem Chicory oder was so. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache, wie bei uns Menschen auch. Oder Radicchio, so. Das sind so Sachen, so, manche sagen schwierig und die nächsten sagen, oh, total toll. Ne? Salate, Mangold und Spinat. Gerade im Sommer ist die Auswahl groß. 65 Kilo frisches Obst und Gemüse kommen da am Tag zusammen. Hier und da gibt es ein paar extra Leckerbissen. Melone, Papaya oder auch Erdbeeren. Der Speiseplan der Tiere soll möglichst abwechslungsreich sein. Zootierarzt Michael Flügger. 2000 Patienten hat er zu versorgen. Da muss man sich halt auch immer wieder in was Neues reinfummeln. Und das ist aber auch gerade was mir viel Spaß macht. Also ich möchte nicht unbedingt 20 Mal am Tag das Gleiche machen. Ich habe auch meine Wiederholung, weil unsere Tiere immer wieder geimpft werden müssen oder sowas. Und natürlich einmal Nasenbären impfen ist wie immer Nasenbären impfen zum Beispiel. Das habe ich inzwischen auch schon 25 Mal gemacht in den 25 Jahren. Aber im Großen Ganzen ist die Vielfalt groß und das macht mir viel Spaß. Sein erster Termin heute im Känguruhaus. Hallo, Herr Lulau. Ein Jungtier soll dem Doktor vorgestellt werden. Kann ich helfen? Vorsicht mit dem Kopf. Ja, ja. So, dann wollen wir erstmal gucken, was das ist. Ja, ist ja gleich fertig, süße. Klein Moment. Wie jedem Tier in Hagenbecks Tierpark wird auch dem jungen Känguru ein Mikrochip unter die Haut implantiert. So kann es jederzeit identifiziert werden. Ein kleiner Pieks, Routine für den Tierarzt. Und weil man beim Känguru die Geburten meistens nicht mitkriegt, weil das ja so ein Gummiteddy ist, der dann in den Beutel wandert, wir müssen ja irgendwie rauskriegen, wie alt er ist. Und deshalb sagen wir immer, wenn wir ihn chippen, ist er ganz draußen, also geht so wie
Eigentlich, wenn man die einsperrt, würde der, wenn er kleiner ist, bei Mama im Beutel sich verstecken. Und das tut er nicht mehr. Also ist er 8 Monate alt. Auf dem weitläufigen Gelände ist er mit seinem Fahrrad am schnellsten beim nächsten Patienten. Im Tierpark leben nicht nur Vegetarier. 2x die Woche ist Fleischtag. Statt Antilope gibt's hier meist Rind für die Raubkatzen. Und auch Bären und andere Fleischfresser müssen satt werden. Futtermeister Ansgar Koch ist gelernter Metzger. Also ich brauche ungefähr so 1,5 Rinder in der Woche. Je nachdem, wie groß sie sind. So, weil wir kriegen die Rinder ja normalerweise auch so, wie das normal verkauft wird, dass wir Viertelrinder haben. Hinterviertel, Vorderviertel. Also wir kriegen ganze Rinder. Also keine Teile oder sowas, eigentlich nur ganze Rinder, die wir aufkaufen dann. 100 Kilo Fleisch pro Woche frisst ein ausgewachsener Löwe. Bei Hagenbeck leben 4. Für einige Tierarten müssen die Fleischportionen etwas mundgerechter sein. Und manche bevorzugen das Fleisch sogar gekocht. Gulasch für Marabus und Nasenbären. Die Futterkisten sind gepackt und können verladen werden. Für Zebras, Giraffen und Bisons gibt es heute auch noch ein paar Säcke Kraftfutter obendrauf. Jetzt kann alles auf die Reviere verteilt werden. Tierarzt Dr. Michael Flügger betreut zusammen mit einer Kollegin die knapp 2000 Zootiere. Heute sollen die 3 Giraffen entwurmt werden. Da muss die Dosierung des Medikaments genau stimmen. Man orientiert sich so ein bisschen daran, wer es verwandt. Also die Giraffe kriegt ein Wiederkäuer-Medikament, das Zebra kriegt ein Pferdemedikament, der Tiger kriegt ein Katzenmedikament. Im Giraffenhaus wird der Tierarzt bereits erwartet. Moin, Herr Günther. Morgen, Dr. Flügger. Ihr habt die 3. Runde Wurmkur für die Giraffen. Ja, alles klar. Und dann wieder über 1 Woche. Jeder sein Tütchen. Ja, für die letzten Male auch. Genau, einmal die für die Große. Wunderbar. Die Giraffenwurmkur dauert 3 Wochen. Damit die 3 Patienten das Pulver möglichst komplett auffressen, wird es unter ihr Lieblingsfutter gemischt. Gehäckselte Rüben. Giraffen sind schreckhaft. Schnelle Bewegungen und laute Geräusche sind deshalb für die Pfleger tabu. Endspurt für Gärtner und Pfleger, denn gleich kommen die Besucher. Von Mai bis Oktober ist Hochsaison bei Hagenbeck. Bis zu 300 Menschen beschäftigt das Unternehmen in dieser Zeit. Ab 9 Uhr ist Showtime für 1,6 Millionen Besucher im Jahr. Portier Volker Peilo ist erster Ansprechpartner und kennt viele Besucher persönlich. Mehr als die Kinder, Kindergärten, Schulklassen und vor allen Dingen Jahreskartenbesitzer, Ältere, die sehr oft kommen, 3-4 Mal die Woche. Die kennen mich und die kenne ich auch. Kommen Sie ruhig zu mir. Spitze, Dankeschön. Auch in der Zooschule beginnt jetzt der Unterricht. Zoopädagogen nehmen Klassen von der Grundschule bis zur Oberstufe mit auf Entdeckungstour. Hier seht ihr eine Straußenkralle. Die hat der Strauß am Fuß. Es war auch eine gute Idee, dass die da drin sein könnte. Aber die ist ein bisschen kleiner.
Und die gebe ich jetzt auch noch mal rum, damit ihr die auch noch mal anfassen könnt. Unterricht mal anders. Schülerinnen und Schüler sollen hier lernen, dass zur Beobachtung von Tieren Zeit erforderlich ist, Geduld erforderlich ist. Also schnell, schnell, schnell geht nicht. Und diese Kompetenz des Beobachtens zu erlernen, dafür ist der außerschulische Lernort Tierpark ein wunderbarer, geeigneter Ort innerhalb der Großstadt Hamburg. Nebenan im Freigehege der Pinselohrschweine steht eine Premiere an. Und die muss vorbereitet sein. Reicht schon oder noch ein bisschen mehr? Bisschen mehr noch. So, ist gut. Gut, dann können wir die rauslassen. Okay. Alles klar. In Begleitung der Großen dürfen die beiden Frischlinge zum ersten Mal ins Freie. Spannend, nicht nur für die Schweine. Die Tierpfleger bauen zu ihren Tieren eine enge Bindung auf. Auch Toni Kerschau. Das sind unsere Kinder. Ich habe zwar zu Hause zwei Katzen und Kinder auch noch, aber es ist trotzdem gehören dazu, das sind Familienmitglieder. Und im Moment freue ich mich einfach, dass sie draußen sind. Die frische Luft ist für uns entspannter, für die Mama ist entspannter, für die Oma wahrscheinlich auch. Alle sind glücklich gerade. Der Tierpark Hagenbeck war immer schon auch ein Park. Die 19 Hektar große Fläche steht unter Denkmalschutz und muss ständig gepflegt werden. 14 Gärtner kümmern sich um die Gestaltung und Pflege des Parks, der Gehege und Wege. Auch Gärtnermeister Frank Fuchs. Heute soll es dem Unkraut im Rinderrevier an den Kragen gehen. Doch Giersch und Co. sind für ihn längst nicht das größte Übel. Also die freilaufenden Tiere hier, die sind schon ein Problem, das sage ich ganz ehrlich. Und das ist auch schon wirklich frustrierend oder so, weil gerade im Winter, wenn hier nichts nachwächst oder so, wir füttern auch dazu, aber das nützt einfach nichts. Die fressen, was das Zeug hält. Wir haben hier vorne zum Beispiel gelbe Kastanien, die sind recht selten und morgens kommt man hin und dann haben, und das ist so ein Baum und da haben sie den rundherum abgefressen. Ne? Da steht man natürlich da und kratzt sich am Kopf. Ne? Auch das Orang-Utan-Haus haben Frank Fuchs und seine Kollegen bepflanzt. Der dichte Bambusbestand ist nützlich. Ja, ich schnibbel hier ein bisschen was ab. Orang-Utans stehen unter strengem Artenschutz. Sie ernähren sich vor allem von Früchten, aber auch von Insekten, Baumrinde und hin und wieder auch Bambus. Pfleger Klaus Clausen kennt die Vorlieben seiner Schützlinge genau. Also Bambus ist eigentlich leider ganz häufig im Jahr gesehen, weil wir allein die ganze Wintersaison über. Aber nicht diesen hier, den fressen sie sehr gerne. Ansonsten ist Bambus eigentlich nur dafür da, um Nester zu bauen, mal dran rumzunagen, um die Otter zu ärgern, Werkzeug zu bauen. Aber essen im Frühjahr den schönen ersten Busch, der wird gerne gesehen. Marie auch? Marie? Brauchst sie nicht her, ne? Dann nehmen sie mir was weg. Alpha-Männchen Tuan zeigt erstmal, wer der Herr im Haus ist. Der darf zeigen und darf hier markieren und soll auch markieren und akustisch seinen Longcall von sich geben und sich gerne auch mal an den Darm so ein bisschen vergreifen, das hoffen wir ja so ein bisschen. Soll er, ist genau richtiges Verhalten eigentlich. Der Tierpark nimmt seit vielen Jahren am europäischen Erhaltungszuchtprogramm teil. Doch bei den Orang-Utans lässt der Nachwuchs noch auf sich warten. Babys werden sowas von erwünscht. Die letzten Babys sind 12 Jahre alt und sind schon so groß. Es wird Zeit. Es wird wirklich Zeit, ja. Abwarten und Bambus essen. Mittagszeit. Tierarzt Dr. Flügger wieder auf Visite im Park. Sein nächster Patient, ein Baumstachlerjunges mit Augenproblemen.
wie geht's ihm so? Oh, macht ganz guten Eindruck jetzt. Oh, der sieht doch viel besser aus. Ja, das war's. Ganz offen wieder, schön. Ja. Jo, das sieht gut aus. Hier, das kleine Mädchen, das hatte auf dem linken Auge eine Bindehautentzündung und denen waren die Augenlider so ganz dick und so. Und da waren wir letzte Woche ein paar Mal mit Augensalbe dran. Dann sah es Ende der Woche schon viel besser aus und das jetzt war die abschließende Kontrolle. Sieht alles wieder gut aus, Augenlider sind wieder dünn, nichts mehr gerötet, gesund geschrieben. Das kleine Mädchen ist ein Verwandter des Stachelschweins. Was bei uns halt auch schwierig ist im Zoo, ist, dass die Tiere in sozialen Gruppen leben. Anders als das jetzt mit dem Hund ist, den man zu Hause hat oder so, der zwar in seiner Familie sozial lebt, aber der ja meistens ein Einzeltier ist. Und das heißt natürlich auch, dass wir die Tiere nicht einfach für längere Zeit aus ihren Gruppen nehmen können, weil sonst das ganze Sozialgefüge durcheinander kommt. Und deshalb versuchen wir oft, die Tiere dort zu behandeln, wo sie normalerweise leben, also nicht in die Krankenstation zu bringen oder so, nur im Notfall, damit diese sozialen Kontakte erhalten bleiben und der Rangordnungsplatz auch erhalten bleibt. Das geht nicht hundertprozentig immer, aber das geht sehr, sehr oft. Damit die Behandlung vor Ort gut klappt, machen viele Tiere bei Hagenbeck regelmäßig ein spezielles Training. Heute sind die beiden sibirischen Tiger Jascha und Maruschka dran. Pfleger Tobias Taraba trainiert mit den beiden schon seit mehreren Monaten. So, jetzt machen wir mal mit dir mal weiter. Hallo Jascha. Jascha kann sich auch einmal hinstellen. Toll, Grüße. Zur Belohnung gibt's einen besonderen Leckerbissen. Küken. Also das Ganze nennt sich Tagetraining, das kommt aus dem Meeressäugerbereich. Üben tun wir mit den Tieren ein medizinisches Training, das ist der Hintergrund bei der ganzen Sache. Wir haben ja nun mal keinen direkten Kontakt, das wäre zu gefährlich. Und jede Art der Behandlung der Tiere erfolgt dann halt entweder in Narkose oder dann halt mit einem Blasrohr. Das bedeutet immer sehr viel Stress für ein Tier, auch wenn die das Ganze dann halt gewohnt sind. Aber man weiß es ja selbst. So, fertig randaliert. Also ich kann sie dorthin bringen, wo ich das gerne möchte. Jetzt zum Beispiel Maruschka, dass sie einmal nach oben geht. Sie berührt das, dann kommt dann halt der Klick. Der Klick hat einfach nur den Hintergrund, der hört sich immer gleich an, egal wer das dann halt macht dann halt auch. Und dafür gibt es dann halt eine Belohnung. Der Schritt da drauf, was wir jetzt halt anfangen zu üben, ist, dass sie sich mit dem Körper ans Gitter dann halt einmal andrücken. Oder was ich dann halt mit denen übe, dass man dann halt zum Beispiel in die Schulter oder in den Po dann halt eine Spritze geben kann, wenn jetzt die jährliche Impfung ansteht oder andere Medikamente mal gegeben werden müssen. Einen der wenigen Schreibtischjobs in Hagenbecks Tierpark hat Archivar Klaus Gille. Er verwaltet unter anderem die historischen Verkaufsbücher. Das sind die Bücher, in denen der gesamte Tierhandel verzeichnet worden ist. Das heißt, dort waren die Kunden notiert, also wie in einem Kontobuch, in dem Hagenbeck oder die Firma Hagenbeck Tiere verkaufte oder umgekehrt auch die Tiere an Hagenbeck geliefert haben. Hagenbecks Tierpark hat eine über 100-jährige Geschichte. Neben dem Handel mit exotischen Tieren gehörte ein damals weltbekannter Zirkus zur Firma. Im Tierpark selbst zählten anfangs auch sogenannte Völkerschauen zum Konzept. Heute undenkbar, damals ein Publikumsmagnet. Karl Hagenbeck war umtriebig und geschäftstüchtig. Er erfand auch die sogenannten Panoramen, Gehege ohne sichtbare Barrieren. Die ließ er sich patentieren. Das Afrika-Panorama existiert bis heute. Und der Tierpark ist immer noch in Familienbesitz. Die täglichen Kosten von mehr als 41.000 Euro deckt das Unternehmen ausschließlich über Eintrittsgelder. Freiwillige Helfer bereiten die beliebten Futtertüten vor. Gegen eine kleine Spende werden sie dann an die Besucher abgegeben. Denn das Füttern bestimmter Tiere ist bei Hagenbeck erlaubt. Das bestimmt der Tierarzt, wie viel Futter wir kriegen. Und es ist immer eine gemischte Sache, also Wurzeln und Kohlrabi, Salat, Gurken teilweise oder auch Rettiche und so verschiedene Sachen. Besonders gern füttern die Besucher die Elefanten. Das gibt es in keinem anderen Zoo in Europa.
Thorsten Körmann kennt seine Elefanten genau. Schon sein Urgroßvater war Tierpfleger bei Hagenbeck. Also seit der Hagenbeck hier Elefanten hält in Stelling, dürfen die von den Besuchern gefüttert werden. So, und wenn man das macht, dann muss man da als Pfleger dabei sein, wie der Lehrer auf dem Schulhof. Weil die eine klare Rangordnung haben, diese Elefanten. Von Nummer 1 Leitkuh ist egal. Und wenn Nummer 1 Nummer 5 sagt, weg da, das ist mein Apfel, und 5 bleibt da stehen, weil er zu frech ist, der knallt das sofort. Das müssen die Pfleger ein bisschen regeln, ein bisschen steuern, weil sonst klappt das so nicht. Nachmittag im Tropenaquarium. Konstante 26 Grad, die Luft tropisch feucht. Wohlfühltemperatur für die Katas aus Madagaskar, die sich hier frei bewegen dürfen. Zur Freude der Besucher. Oh, Gérard, du bist so langsam, wirklich. Du musst dich ein bisschen beeilen manchmal. Immer dabei Katapfleger Jörg Walter. Katas leben bis auf 2000 Meter Höhe, also die können Kälte durchaus ab. Katas sind auch die einzige Lemurenart, die teilweise in Höhlen übernachtet, aber sie mögen Wärme lieber. Aber sie können Kälte ab. Schatz, du bist ja schon wieder da. Das ist ja keine Minute her, dass ich dich gerade abgesetzt habe, ne? Aber man kann es ja mal probieren. Die Katas sind nur einige von 15.000 exotischen Tieren, die im Tropenaquarium leben. Mit seinen 8.000 Quadratmetern ist es das größte Aquarium für tropische Lebensräume in Deutschland. Ein Bereich ist der Unterwasserwelt gewidmet. Allein das Hai-Atoll ist 6 Meter tief und 30 Meter lang. Zeit für die Fütterung. Dafür muss Pflegerin Ina Großen hoch hinaus. Von oben hat sie den besten Überblick über das Becken. Zuerst sind die Rochen dran. Auch sie machen ein spezielles Target-Training. Sie reagieren auf die weiße Farbe des Targets. Auf der kleinen Unterwasserplattform kann Ina ihre Schützlinge in Augenschein nehmen. Hier werden sie auch gefüttert. Der Charakter ist ganz, ganz unterschiedlich bei denen. Wir haben sensible Rochen, wir haben Draufgängerrochen, also da ist alles Mögliche dabei. Den einen darf man nicht richtig antippen mit der Pinzette, dem anderen ja, ist das komplett egal. Also da ist es auch wirklich so, jeder reagiert unterschiedlich auf die Menschen, auf die Tiere hier drin und ja, schon jeder Rochen so eigen. Auch mit den Haien trainiert Ina mit einem farbigen Target. Einmal stupsen, dann gibt's Futter. Bei Futtermeister Ansgar Koch gibt's jetzt auch Fisch. Für die Fischfresser unter den Zootieren hat er immer einen Vorrat im Kühlhaus. Das sind Plötze. Plötze, machen wir so noch ein paar Brassen mit zwischen oder Rotfedern. Das, aber das ist so ein bisschen bunte Mischung manchmal, aber vorwiegend sollen das Plötze sein. Gut 130 Kilo Fisch am Tag muss Ansgar Koch vorbereiten. Der Fisch lagert eingefroren im Kühlhaus. Ansgar Koch taut ihn bereits am Vortag portionsweise für den nächsten Tag auf. Zur gleichen Zeit im Eismeer. Das einstige Nordland-Panorama wurde 2012 zum Eismeer umgestaltet. Robbenpfleger Dirk Stutzki macht sich bereit für die Fütterung der Seebären. Schaufütterungen gehören seit jeher zum Hagenbeck-Konzept. Ja, erstmal schönen guten Tag, meine Damen und Herren, guten Tag, liebe Kinder. Die Besucher sollen nicht nur unterhalten werden, sondern auch was lernen. Gut. Wenn man aus dem Wasser raus möchte, muss man natürlich auch dementsprechend gut klettern können. Und das gucken wir uns mal an, ob uns das jemand zeigt, wer da Lust zu hat heute zum Klettern. Guck mal, ich kletter schon mal hier rauf. Genau, und die Lucy, genau, hallo Lucy, das ist ja toll hier, guck dir das mal an. Etwa 60 Pfleger betreuen die Hagenbeck-Tiere ganzjährig.
Oh, Ruck, da siehst du wohl. Doch nur die wenigsten haben einen solch engen Kontakt zu ihren Schützlingen wie die Robbenpfleger. Diese Form der Zusammenarbeit, die man hat, ne, das ist ja, das haben wir Tierpfleger eigentlich relativ selten, weil es ja eigentlich immer zu gefährlich ist, so dicht an Tiere ranzugehen und solche Sachen. Und das haben wir nur noch bei den Elefanten und die Robben und dann ist auch schon Feierabend, ne, außer vielleicht ein paar Ziegen oder so. Und dieses richtig mit dem Tier arbeiten, das finde ich unheimlich faszinierend. Ne? Wir arbeiten nicht nur für die, sondern auch mit denen und sind auch aufs gegenseitig aufeinander angewiesen irgendwie. Das ist eine tolle Beziehung, die dann entsteht. Komm rein, komm. Oh, langsam, jetzt warten wir erstmal. Am besten funktioniert die Zusammenarbeit mit den pazifischen Walrossen. Heute ist Wiegetag. Als erster muss Jungbulle Thor auf die Waage. Er ist 2014 bei Hagenbeck auf die Welt gekommen. Deutschlands erstes Walrossbaby. Eine Sensation. Er macht mit der Flosse. 3 Kilo wiegt die Flosse. Mehrmals pro Woche machen die Walrosse ein sogenanntes Medical Training. Also Übungen, die die Schwergewichte auf Untersuchungen durch den Tierarzt vorbereiten. Komm hier mal ein Stück her. So ist fein. Stopp. So, Dina down. Dina down, ist das Tor hier im Weg. So, hier in den Flossen laufen so ein paar Adern. Da kann man immer ganz wunderbar Blut abnehmen. Oder wunderbar, so einfach ist es nicht, aber das ist die Stelle, wo das am besten geht. Deswegen üben wir mit denen immer, dass wir da so ein bisschen reinkneifen können, dass sie sich daran gewöhnen, dass es mal ein bisschen zieht. Fein gemacht. An Land eher behäbig, doch unter Wasser sind die Walrosse elegante Taucher. Zwölftausend Quadratmeter Wasserfläche bieten den Tieren in verschiedenen Becken viel Platz zum Schwimmen und Tauchen. Damit sich die arktischen Bewohner auch wohlfühlen, sorgt ein spezielles Klimasystem dafür, dass es hier nie wärmer wird als 7 Grad. Der Tierparktag neigt sich allmählich dem Ende zu. Abschlussrunde für Tierpfleger Sebastian Behrens. Die Feierabendglocke ist ein altes Erbstück. Das ist Tradition bei Hagenbeck. Das gibt es schon seitdem der Tierpark eröffnet wurde, dass jemand durch den Tierpark läuft und läutet. Und das bedeutet einfach für die Besucher, es ist Feierabend, ihr habt jetzt so eine halbe Stunde Zeit, durch den Tierpark in Richtung Ausgang euch zu begeben, weil die Tiere halt Feierabend haben wollen, die Pfleger Feierabend. Und das ist so ein Ritual, was bei uns einfach fest drin ist. Und auch ganz nett ist. Und dann kehrt langsam Ruhe ein in Deutschlands größtem privaten Zoo. Hagenbecks Tierpark.